Kann ich mit den anderen Leuten auch noch ein Wort wechseln, wo ich gerade schon mal hier bin? Liam. Barrand hat rausgefunden, wie wir Masseneffektfelder nutzen können, um Asteroiden zu schleudern? Das ist brillant. Das klingt in der Tat brillant. Asteroiden schleudern. Ich habe die Außenposten kontaktiert. Die Leute stehen Schlange, um uns zu helfen. Das ist hervorragend. Das will ich Ihnen auch geraten haben. Vetra, woran arbeitest du? Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Und Sie können das alles wirklich liefern? Sie haben Freunde, von denen Sie nichts wissen. Ihnen wird jede Menge Equipment zur Verfügung stehen, das für schlechte Zeiten gehortet wurde. Oh yeah, Equipment für schlechte Zeiten. Das ist genau der Scheiß, den ich brauche. Hier noch jemand am Start? Nein. Ich werde einfach mit allen noch mal kurz schnacken. Es scheint ja zu funktionieren. Zisch. Zisch, sagt die Tür. Hey Lexi, wie ist hier so? Ich habe einen Mad-Cocktail gemixt, der sie topfit halten wird. Yeah. Wenn die Wirkung nachlässt, wird es allerdings schmerzhafter sein als alles, was ihnen der Archon antun könnte. Cool, da freue ich mich jetzt schon drauf. Nochmal? Vermasseln Sie es nicht. Ach, wie könnte ich denn? Hast du den Weltraumaffen gesehen übrigens? Vermasseln Sie es nicht. Nein, nein, ist ja gut. Ich will, dass es dem Weltraumaffen auch gut geht. Kello, du bist gar nicht im Pilotensitz. Was auch passiert, das hier wird die Sternstunde der Tempest sein. Zeigen wir diesen Cat, wie ein echtes Schiff fliegt. Genau, die mit ihren unechten Schiffen, die können nur verlieren. Ich bin bereit. Geben Sie einfach den Befehl. Das muss warten, bis die aktuelle Krise vorüber ist. Ich hielt es eigentlich für wichtig, aber gut. Alle verbinden sich mit der Tempest. Ich schätze, irgendwie sind wir jetzt ihr kollektiver Sam. Was? Wir werden alles koordinieren, damit sie dem Archon in den Arsch treten können. Schnappen Sie ihn sich. Ich bin dabei. Moment mal, der Sam-Kern? Hier ist doch noch eine Verbindung. Nee, ist keine Verbindung. Schade. Hätte ja sein können. Zwischendurch offline. Eine E-Mail? Wir brauchen sämtliche Energie für die kritischen Systeme. Hallo? Mein E-Mail-Account ist ein kritisches System. Habe ich gerade den Affen gehört? Ist der hier? Ich habe gerade das Quietschen des Affen gehört. Das Zwitschern, was auch immer der für ein Geräusch macht. Ach, guck mal, da hängt jetzt... Meridian. Ob diese modifizierte Reliktkopplung halten wird? Klar wird sie das. Ist das da vorher auch schon rum? Ich bin mir nicht sicher. Gil und ich haben sämtlichen Kram verdrahtet und er sagt, alles ist in Butter. Das ist gut, oder? Das klingt zumindest gut. Ah, ich habe den Affen gesehen. Die Cat dürfen Meridian nicht kriegen, okay? Ich will alles sehen. Gut, gut, dann guck hin. Ach, Affe. Ja. Wie soll man all dem leckeren Obst auf Aya widerstehen? Das frage ich mich auch. Er ist ein guter Junge, nicht wahr? Das bist du doch, oder? Sie wissen schon, dass Pyjacks überall hinpinkeln. Ja, aber ich muss ja nicht sauber machen. Von daher stört mich das herzlich wenig. Sie sind bereit. Ich kann das kaum erwarten. Das klingt fantastisch. Joel? Sämtliche Angara, sämtliche Familien stellen Ihnen alles zur Verfügung, was wir haben. Alles? Das finde ich aber äußerst großzügig. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Liam und Gil, mit denen habe ich noch nicht... Ach, da sind sie. Beziehungsweise... Ich habe hinten alles im Griff. Das Board ist aktiv und stabil. Sämtliche Vorbereitungen sind abgeschlossen, Pathfinder. Die Relikt-Tech ist auf der Brücke installiert und aktiv. Supi. Ach so, doch, mit Liam haben wir schon gesprochen. Der stand da unten rum. Und Drake? Ist bei dir? Bist du bereit? Mutter sagt, sie und die Clankrieger sind bereit. Yeah. Sie brennen darauf, loszuschlagen. Clankrieger können wir gut gebrauchen. Ziehen wir es durch, Ryder. Ziehen wir es durch. Wie sieht denn aus? Hui, na gut, dann ziehen wir es mal durch. Huch. Sie werden ohne jeden. Ja, das möchte ich. Wir nehmen mit. Jarl und Peepee? Sollen wir... pass auf, für beinharten Kampf nehme ich Drag mal mit. Weil Drag, der haut den Leuten richtig auf die Fresse. Wie sich das auch gehört.
Sie haben sie wirklich inspiriert. Obwohl ich eigentlich dachte, sie würden sich die besten Worte für mich aufheben. Warum? Die Asari-Jägerinnen stehen bereit, um die Cat durch unzählige Nadelstiche zu verlangsamen. Nice. Sie wissen, dass ich da draußen die Stimme der Vernunft sein muss. Aber für sie bin ich, was auch immer sie brauchen. Ich weiß, dass sie Schmerzen haben. Oh ja, und was für Schmerzen? Ein paar Schmerzen machen mir nichts aus. Aber das hier ist was anderes. Sie sind ein Überlebenskünstler. Vergessen Sie das nicht. Außerdem bin ich immer für Sie da. Oh. Danke, Cora. Wenn Sie das hier überstehen, küsse ich die Schmerzen weg. Das verspreche ich Ihnen. Du musst wirklich aufhören, mich zu siezen. Das ist eigenartig. Meridian, wir sind da. Sie ist wunderschön, nicht wahr? Diese Waffe. Sie hat Leben erschaffen. Und doch sehe nur ich ihr wahres Potenzial. Halten Rand, du Arsch. Ich kann es sogar nutzen. Durch dich. Ich sah dich von meinem Schiff aus, im Gedächtnis des Pathfinders. Du hast ein Implantat und die Verbindung. Diese Verbindung bringt mir Meridian. Dann wird sich Helios beugen oder brennen. Vergessen Sie's. Mein Bruder wird sie aufhalten. Das werden wir bald wissen. Denn dein Pathfinder ist bereits hier. Und ich reiß dir sowas von den Arsch auf. Guck mal, was ich mitgebracht habe. Du trotzt weiterhin deinen Einschränkungen. Beeindruckend. Geht's dir gut? Er spinnt. Wenn wir uns nicht beugen, wird er mit Meridian alle töten. Deshalb wollte er mich und Sam. Falls das ist, müsste ich mich schuldig fühlen. Ja. Der Aufstieg ist ein Geschenk. Nein! Wer das nicht erkennt, verdient den Tod. Halt die Fresse, du Arsch! Du beherrschst die Relikte noch, aber es begann mit Sam und dem Implantat. Ich habe beides. Sam wird dir aber nicht freiwillig helfen. Ja, Pathfinder. Aber da du dich weiter einmischen willst, werde ich mich mit dir befassen. Jetzt wird sich ja noch befasst. Der hat schon eine ziemlich große Flotte auf Lager. Also, das muss ich zugeben. Aber wir haben unsere Reliktflotte dabei. Die sollen dann bitte das Feuer eröffnen. Boah, krasse Weltraumschlacht, Baby. Boom. Das sind mehr, als wir dachten. Wir schaffen das schon. Sie kommen von allen Seiten. Wir brauchen Deckung. Bleibt beim Relikt. Das heißt, wir sitzen in der Klemme. Ryder? Ryder! Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter und nicht entfliehen kannst, dann nutze es. Wir müssen aufhören, wegzulaufen. Ist das Bild jetzt in 3D oder was war los? Wie nah können Sie an der Geißel vorbeifliegen? Zu nah. Warum? Direkt dran, damit ich die Relikte formieren kann. Wir nutzen die größte Bedrohung in diesem Cluster zu unserem Vorteil. Guter Plan. Was genau ist der Plan? Aha. Die Raketen werden also von der Geißel vernichtet, weil wir so nah dran fliegen. Sehe ich das richtig? Oder? Nein, wir ziehen die Geißel hinter uns her. So ist das. Und ziehen die damit in die feindliche Flotte rein. Ich war noch nie so froh, genau. Dieses Ding zu sehen. Rufen Sie die Hyperion. Archon. Für diesen ganzen Scheiß sind allein Sie verantwortlich. Ich mach bei Ihren Spielchen nicht mehr mit. Nun denn, du lässt mir keine Wahl. Im Gegensatz zu dir und dem Pathfinder brauche ich keinen Tat. Ich hatte das. Du hast es deutlich schwerer gemacht, Pathfinder. Aber nicht mir. Bitte nicht meine Schwester schmelzen. Sie ist lieb. Hä? Was ist nun los? Fliegen wir jetzt in den Planeten rein? Boah, jetzt geht's los, Baby. Jetzt geht's so richtig los. Also, vermute ich. Suvi, was ist das?
ein Wunder? Na ja, mach einfach mal die Triebwerke aus. Das hilft. Sorry, Gravitationsumkehr. Guck mal, nein, nein, zwei sogar. Ich kann die Hyperion nicht sehen. Bestimme den Kurs anhand der letzten Position. Sie ist nicht für Landungen gebaut. Wir schaffen das. Auch wenn's hart wird. Wo auch immer der Archon untertaucht, dort ist unser Ziel. Abwurf in 5, 4, 3. Boah, hier ist tatsächlich richtig Landschaft und sowas in dem Planeten drin. Nur halt auf der Innenseite der Außenhaut. Das ist sowas von grotesk. Und der fliegt hier mit unserer Hyperion rein. Ich habe eine kleine Ablenkung. Ich möchte nicht abgeleckt werden, danke. Den Archon mit dem Nomad verfolgen. Alter, guck dir den Scheiß an. Ihre Navigationssysteme sind ausgefallen. Deshalb haben wir sie verloren. Wie es aussieht, fliegt sie nur noch mit Steuertriebwerken. Der Archon setzt darauf, dass wir ihn nicht verfolgen, solange die Arche in Gefahr ist. Wir werden die Hyperion beschützen. Kandros, wen haben Sie bei sich? Die ganze verdammte Kavallerie. Sie wissen doch, dass ich mir nie eine Party entgehen lasse. Kandros, alte Hütte. Sie sich Meridian. Okay, suchen wir den Archon. Unsere Freunde kommen, um uns zu unterstützen. Alter, wie fett ist eigentlich dieser Planet? Dieser umgedrehte, invertierte Planet. Den möchte ich gerne kolonisieren, wenn ich ehrlich bin. Pathfinder? Er hat sie entführt. Echt jetzt? War mir gar nicht aufgefallen. Der Kern leuchtet wie ein Weihnachtsbaum, aber Sam ist verstummt. Ich glaube, der Archon... Scheiße, ich weiß nicht, was er getan hat. Aber er hat Sarah. Wozu auch immer Meridian fähig ist. Er wird versuchen, es unter seine Kontrolle zu bringen. Konzentrieren Sie sich einfach aufs Fliegen. Ich werde Sie schon finden. Und wir werden ihn aufhalten. Das versteht sich ja wohl von selbst. Oh oh, da ist ein Feindschiff. Das ist nicht die Hyperion. Nee, ganz und gar nicht. Die Cat postieren Truppen, um den Archon zu beschützen. Mischen Sie sich unter sie. Sehr gut. Ran an den Feind. Ihr habt recht. Wenn sie zwischen ihren Bodentruppen sind, kann das große Schiff nicht auf sie feuern. Ich schätze, wir haben wohl keine Wahl. Ja, ich habe wohl keine Wahl. Ich sehe mal keine Bodentruppen. Achtung, sie kommen in einen Trümmerregen. Hey, Trümmerregen. Ich orte vor ihnen riesige Bauwerke, Pathfinder, und gewaltige Energiesignaturen. Ich bin zwar kein Sam, aber das muss irgendeine Art Steuerung sein. Okay. Einfach immer weiterfahren. Dann bekämpfen wir sie eben von Angesicht zu Angesicht. Das Auto ist außer Gefecht. Dann werden wir wohl schießen müssen. Nicht, dass ich da ein Problem mit hatte. Der Archon muss schon drin sein. Er wird Sarah benutzen, um Meridian zu einer Waffe zu machen. Er wird jetzt versuchen. Sarah wird sich wohl nicht so einfach benutzen lassen. Würde ich jedenfalls übel nehmen. Ach, ihr doofen Cat. Tut doch nicht so, als hätte ich eine Chance gegen mich. Ich mische den Laden hier jetzt mal ganz gewaltig auf, das sage ich euch. Irgendwo sind da noch Cat. Wo versteckt ihr euch denn? Da! Der nächste ist noch im Gebüsch, natürlich. Leg dich eine Runde hin. Wenn du das Gebüsch auswählst, dann sollst du auch im Gebüsch leben. Cat, Landung! Schiff, Achtung! Wo? Unsere eigene Verstärkung ist vor Ort, Pathfinder. Der Widerstand unterstützt sie. Yay, stets der Widerstand. Für ein Abenteuer oder was immer das hier ist. Danke, Widerstand. Ich wollte einmal kurz hier oben gucken, Überreste. Also ich bin diesen Planeten so abgefahren. Der ist sowas von abgefahren. Wir sind im Innern einer Kugel und laufen an der Innenseite rum. Fett. Was die moderne Wissenschaft so alles auf Lager hat. Okay, wir haben es aber eilig irgendwie. Fett. Wer hat dich denn bitte erwählt? Ich war's nicht.
Drag haut den gut aufs Maul. Wer schießt denn hier? Ach so, das sind ein paar Angara, die auf unserer Seite sind. Das finde ich enorm gut von denen. Halt doch mal still, du Arsch. Ja, genau so. Achtung, Pathfinder, das große Catschiff kommt zurück. Wir müssen in Bewegung bleiben. Okay, immer in Bewegung bleiben. Ich glaube, es dreht ab. Da kommen gleich noch ein Parkett rausgesprungen. Die wollen Parkett verlegen. So. Schluss mit Parkett. Hier ist noch ein bisschen Munition. Jetzt heißt's alles oder nichts. Alle oder nichts. Ich bin für alle, definitiv. Nix wie rein in den Laden. Das Kontrollzentrum von Meridian betreten. Oder betreten schweigen. Oh oh. Wollen die hier reinfliegen? Leute, ihr macht alles kaputt. Oh yeah. Uhuhu, nice. Wir haben einiges an Unterstützung. Oh, der haut rein. Yeah. Da drinnen statt, Pathfinder. Wir beschützen die Hyperion. Schnappen Sie sich den Archon. Alles klar, das werde ich. Verstanden, Pathfinder. Den schnapp ich mir schon. Den Schlingel, den alten. Alles klar. Wo steckst du, Archon? Oh, Moment, da ist das ein Behältnis? Nein, sah nur von weitem so aus. Hätte ja sein können, dass wir da noch eine Kleinigkeit rauszuzeln können. Nee, wir müssen in den Gravitationsschacht. Ab in die Gravitationsschlacht. Zum Archon durchkämpfen. Tempest, wir folgen dem Archon und gehen rein. Ich übermittle den Plan an alle nach Ihnen. Wow, Energiespitze. Der Archon macht irgendwas da drin. In Bereitschaft. Sarah braucht vielleicht medizinische Hilfe. Alles klar. Das ist also Meridian, ein kompletter Planet, der invertiert ist. Ich finde das immer noch, das ist voll der Burner. Echt jetzt. Ich hoffe, wir haben noch Chance, den Planeten zu erkunden und zu besiedeln. Das wäre echt das Allergeilste. Na, wir müssen erstmal den Archon besiegen. Oh, okay, immerhin geht das Licht an, wenn wir kommen. Und hier wachsen ein paar niedliche kleine Pflanzen. Und natürlich sind Cat vor Ort. Hätte ich auch gewundert, wenn wir hier mal eine Minute Ruhe haben. Ich weiß, dass du da bist. Die Asari sind im Einsatz, Pathfinder. Man könnte fast Mitleid mit dem Cat haben. Aber nur fast. Es ist wie ein Traum. Wir alle gemeinsam. Ja, nur bringt es uns nichts, falls der Archon die Kontrolle übernimmt und Welten vernichtet. Dann machen wir ihn eben fertig. Ja, so sieht's aus. Die feindlichen Verteidiger besiegen. Okay. Oh, da sind aber jede Menge Verteidiger. Versucht euch gut zu verteidigen. Wird euch eh nicht gelingen. Dafür seid ihr viel zu groß. Achtung, können wir sie aufhalten? Der Widerstand unterstützt sie. Sind sie bereit? Das wissen sie doch. Ich kämpfe hier an der Seite unseres Cousins. Gemeinsam. Ich kann dich sehen, obwohl du unsichtbar bist.
Wir sind zu wenige Pathfinder. Wir riskieren nur Ablenkung zu sein, aber keine Hilfe. Verstanden. Kriegt das schon hin? Ist nett, dass ihr helft, aber... Wir machen alle verfügbaren Kräfte ein, Pathfinder. Das stimmt nicht ganz. Sparen Sie sich Ihre Pedanterie für die Siegesfeier. Oh oh. Dann kommen ja immer mehr. Oh, Relikte kommen da auch noch an. War ja klar. Wenn dann gleich alle zusammen. Oh, der hat einen leichten Abflug gemacht. Bis zum letzten Tag. Unsere Zukunft ist gewinnen. Unsere Zukunft endet hier. Und das verdanken wir dem Archon. Dem Archon verdankt ihr gar nichts. Der führt euch nur in den Tod. Da bin ich aber froh. So, wäre schon schön ein bisschen Munition einzusammeln. Weil da ein paar Überreste. So, Munition haben wir. Überreste auch. Sehr gut. Das kann man alles noch brauchen für den Kampf. Das ebenso. Oh, was sind da drüben? Kommen wir da hin? Nee, das ist zu weit, ne? Um darüber zu hüpfen. Das versuche ich lieber nicht. Da landen wir nur im Abgrund. Und da muss ich nicht unbedingt hin.